Hallo YouTube, hier spricht die Stimme der Hauptstadt, Baltics Agony am Start. Und zu diesem Gameplay kann ich gleich schon mal sagen, ich hätte eigentlich so ein bisschen Trauermusik dahinter packen können, denn das wäre es auf jeden Fall wert gewesen für dieses Gameplay hier. Aber ich habe mir gedacht, kommentiere ich es dann doch lieber und sage ein bisschen was dazu. Und ja, ich habe hier mit zwei Kollegen gezockt, zum einen dem Atif 6 und dann noch dem Flexman, ein richtig guter Freund von mir aus dem Real Life. Und wir haben hier Herrschaft gesucht auf Dome und Mission vorzugsweise. Und ich habe mir heute mal gedacht, ach, spiele ich heute mal mit dem Osprey Gunner, probiere ich es einfach mal aus, wie es so ist mit dem Sieb, mit dieser 17er Killstreak, die ja meines Erachtens viel zu hoch angelegt ist dafür, dass man den, glaube ich, mit drei Schüssen runterholt. Und ja, der zum anderen durch den Spawnschutz einfach eigentlich fast nur Assists gibt. Und ich habe hier nicht mit Hardliner gespielt, was ich mir dann im Endeffekt, was ich mir dann gedacht habe, eigentlich ziemlich dumm von mir. Aber da wir es halt auf Dome auch probiert haben, habe ich mir gedacht, mit den vielen Granaten spiele ich dann doch lieber mit Visier. Plünderer habe ich dabei und aber als drittes Perk Stalker statt Meisterschütze. Und als Waffenlayout seht ihr schon die ACR in Gold mit Schalldämpfer und Magazinerweiterung. Und ja, eigentlich bin ich ja nicht so der Fan vom Schalldämpfer, aber ich glaube, mein Kumpel hier, der Flexman, der war Host. Und der wohnt ja hier auch in Berlin und der hat eine richtig gute Internetverbindung. Und deswegen ging es bei mir hier auch ganz gut klar. Und da habe ich mir gedacht, packe ich mir doch den Schalldämpfer einfach mal ein. Und ja, ich sterbe hier zwar am Anfang noch ein bisschen unglücklich, nachdem ich da eigentlich schon mal eine ganz, ja, eine kleine Serie mir aufgebaut hatte. Allerdings läuft es dann gleich schon viel besser. Ich glaube, ich bin jetzt sogar, jetzt habe ich es schon auf der Streak, bei der ich dann auch den Osprey Gunner erreichen werde. Und ja, aber es ist einfach nur traurig, wie dieses Gameplay dann leider endet. Das muss ich hier schon mal vorweg verraten. Und ja, das ist halt Modern Warfare 3 leider. Aber ich bin hier relativ fröhlich im A-Spawn rumgerusht. Wir haben immer probiert, eigentlich die B-Flagge zu halten. Das ist uns zwar während des Spiels nicht ganz so gut gelungen, weil die ja doch ziemlich hart umkämpft ist. Allerdings, wenn die Gegner hier bei A-Spawn, finde ich es eigentlich richtig geil, weil man die da wirklich wunderbar wegholen kann. Das hat man ja früher schon bei dem Spawn-Trip auf Mission so gemacht. Und auch wenn man hier im Spawn einfach rumläuft, macht es richtig Fun. Und bei dem habe ich ein bisschen gezögert, weil ich nicht wusste, ob der jetzt um die Ecke kommt. Und dann kommt er auch um die Ecke und hat sogar noch Martyrium dabei. Schnell weg. Und dann habe ich auch gleich meine AA6-Überwachung. Denn ich habe hier mit AA6-Überwachung, Pavlo eben und Osprey gespielt. Habe die Predator also draußen gelassen. Und bei dem hier kriege ich einfach nur Hitmarker, Hitmarker, Hitmarker. Aber keine Ahnung, hab mir dann gedacht, ach, lasse ich den lieber in Ruhe. Und da gibt es auch schon einen Assist. Was soll's. So, jetzt habe ich mir gedacht, spiele ich ein bisschen defensiver, weil bin jetzt ja doch kurz vorm Pavlo, bin auf einer guten Streak und will die mir nicht kaputt machen. Nehme noch kurz den Flaggenpunkt mit. Und dann habe ich auch gleich meinen Pavlo. Und zwar, schaut euch diese Granate an. Einfach nur genial. Multikill. So, und ja, das Auto hat mir kräftig dabei geholfen. Aber was soll's, ich habe meinen Pavlo. Und wenn ihr gleich es merken werdet, es ist eigentlich die perfekte Lobby. Es ist wirklich die perfekte Lobby, die man sich wünscht. Der Pavlo wird nicht runtergeholt. Der Osprey Gunner ist jetzt schon da. Schaut es euch einfach an. Der Pavlo, er macht Kills, Kills, Kills. Und ich dachte mir wirklich, wow, das könnte richtig geil werden hier. Das könnte ein richtig gutes Gameplay werden. Der hier hat mich zwar getötet, allerdings hole ich mir da den Zahltag. Und ja, ihr seht schon, also der Pavlo wird nicht runtergeschossen. Er kann arbeiten, arbeiten. Dass der Sniper mich hier geholt hat, fand ich ein bisschen sehr unlogisch. Aber gut, was soll's? Sniper in dem Spiel sind eh meiner Meinung nach somit die unlogischste Sorte von Spielern, die es gibt. Ich will hier die Sniper nicht flamen, aber es ist einfach viel zu einfach, wie man mit den Waffen umgehen kann. Sollte auch jeder Sniper einfach einsehen, dass es zu einfach ist. Aber darum geht es ja heute nicht. So, und dann habe ich mir hier schon die nächste Streak aufgebaut wieder. Sehe gerade nicht, bei wie vielen Kills ich bin, aber ihr seht ja schon, die laufen mir da wirklich direkt vor die Nase. Und mir dann aber gedacht, na gut, aktiviere ich vielleicht erstmal meinen Osprey Gunner, bevor ich hier irgendwie unnötig sterbe und kann dann direkt danach auf einer einigermaßen hohen Streak schon weitermachen. So, ab in die Ecke und Osprey aktiviert. Und ja, das Gameplay endet hier schon, denn ihr werdet gleich sehen, was passieren wird. Am Ende, glaube ich, hatte ich dann ja, um die 60 Kills.
Tja, das ist MW3. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.